Hey, willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es erstmal. Und zwar, ich habe mir die Frage gestellt, ob Simon Gema Brava den ersten FC Schalke 04 zum Aufstieg schießen kann und vielleicht ja noch Meister wird danach. Einziger Verein, was es geschafft hat, ist der erste FC Kaiserslautern, aber vielleicht schafft es Simon Gema Brava ja, die Sensation wieder zu wiederholen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Wir stellen jetzt meinen Charakter. So Leute, ich habe probiert, Gema Brava so gut wie es möglich detailmäßig nachzustellen, auch mit Daten. Also ich habe gegoogelt, geguckt, Geburtsdatum, dass halt alles richtig ist. Und ich hoffe, dass das stimmt. Wenn nicht, schreibt es gerne in die Kommentare. Was mir auch wichtig war, Aggressivität 99. Der Typ ist ein Monster, Bro, nee. Aber nur so süß auch shit, das sieht er, der flippt immer aus. Das finde ich immer lustig, deswegen also die Aggressivität 99. Sagen, jetzt starten wir gleich in die erste Saison, zweite Liga, Aufstiegskampf. Mal gucken, ob er schafft. So, ich würde sagen, legen wir gleich los. Gema Brava ist unsere Einzelspitze, also wir spielen nur mit Gema Brava im Sturm. Und mal gucken, vielleicht schafft er es. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. So, wir sind jetzt in der Winterpause. Unser Manager-Rating, naja, das schaut nicht so gut aus. Aber, oh, wir sind Platz 2. Warum ist das Manager-Rating so scheiße? Wahrscheinlich wegen anderen Ziele, aber, ja, hopp. Wir sind ein bisschen Punkte auf dem ersten, aber Kampf um Platz 2 wird es geben wahrscheinlich in der Liga. Also, wer ist letzter? Preußen Münster, Braunschweig und Regensburg, sorry. Nicht Lautern, Regensburg statt Lautern. Ich würde sagen, wir schauen uns doch die Statistiken gleich an. Und zwar, wer hat die meisten Tore von uns geschossen? Kamana. Sila. Und ist unser Top-Torschütze. Ist unser Game Brawler gar nicht dabei? Vorlagen? Nein. Ist auch nicht dabei. Und die Gegentore. Schau ich mal, wer der schlechteste ist. Oh, Düsseldorf. Aber leider, unsere sind natürlich nicht dabei. Rote Karten? Auch nicht. Aha. Gelbe Karten? Nein, leider nichts. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich weiter. Simulieren wir weiter und wir sehen uns dann am Ende der Saison. Das letzte Spiel der Saison ist gegen Eintracht Braunschweig. Wir sind Zweiter und reicht ein Unentschieden. Ich würde sagen, starten wir gleich in die Partie rein. Und wir holen ein, was kommt? Ein Unentschieden. Also wir sind Zweite Liga nicht mehr. Wir sind jetzt Erste Liga nächstes Jahr. Und nur, dass ihr es wisst, ich habe euch vorhin nachgeguckt in der allgemeinen Liga-Statistiken. Unser Torschütze Simon Gema Brava ist leider nicht drin. Er ist dafür, wie ihr schon seht, in den Teamzentralen. Unser Stürmer mit 7 Toren. Also ist okay, für die erste Tor kann man machen. Nächste wird sicher besser. Ich würde sagen, gehen wir gleich rein, die nächste. Freunde, wir sind jetzt in der Winterpause. Einige lustige Sachen, was mir aufgefallen ist.
Wir haben Leipzig aus dem Pokal geschossen, sind aber gegen Rostock rausgeflogen im Pokal. Wir sind, ich habe es gar nicht gesehen, wir sind 11. Finde ich okay. Für 15 Spiele als Aufsteiger finde ich 15. Platz bei 11 gut. Also kann ich mich nicht beschweren, weil Ziel ist nicht Abstiegskampf normalerweise, wenn du aufsteigst, also ein Abstieg vermindest und bleibst. Also ich finde es gut. Ich sage, wir können gleich weiter. Die nächste Zurückrunde. So, wir sind jetzt am Ende der Saison. Augsburg ist unser letzter Gegner und ich würde sagen, in der Liga sind wir auf Platz 14, also nicht Abstieg. Und wir können auch nicht mehr absteigen laut der Tabelle, also passt zu mich. Unsere Statistiken, Top-Torschützen. Oh, wer ist da unser Top-Torschütze? Oh, er kann man. Oh, finde ich ganz gut. Ist unser Gamer-Brother. Ach, der ist nicht da. Vorlagen, leider, wie es ausschaut. Oder? Komm. Nein, leider auch nicht bei den Vorlagen. Schade. Ohne Gegentor brauche ich gar nicht gucken. Also, ich würde sagen, die Mission ist gelungen. Ich sage, wir gucken nochmal, wer Meister geworden ist. Meister ist... Okay, Leverkusen. Also wie letztes Jahr irgendwie gefühlt schon. Aber ich kann mich mit der Situation nicht beschweren. Schalke ist nicht abgestiegen. Vielleicht zocke ich das noch am Ende mal privat ein bisschen so. Mal gucken, wer ist... Torschützen. Wer ist bei uns in der Liste, wo es gehen wir torschützenmäßig? Aha. Ja. Komm. Also, ups. Miss, ja. Das Problem ist, ich habe gerade bemerkt im Schnitt, ja, dass ich da einen Fehler gemacht habe, weil ich eigentlich auf Statistiken wollte. Und unser Gamerbrother hat 8 Tore. Finde ich ganz okay. Kann man damit leben. Ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch viel Spaß, einen schönen Tag und alles. Und bis bald. Gamerbrother, ich finde dich cool.